So, das ist der Tefal-Grill und benutzt wird der folgendermaßen. Man schaltet den ein, sucht aus, was man machen möchte und drückt dann auf OK. Und jetzt kommt der Clou, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Meine Frau hat das rausgekriegt. Es kommt natürlich davon, wenn man die Anleitung nicht richtig liest. Man muss den erst einschalten und dann 5 Minuten aufheizen lassen. Und wenn der nach 5 Minuten die Temperatur hat, erst dann darf man das Grillgut drauflegen. Ich habe mir jetzt hier mal ein paar Würstchen gemacht. Ich lege die jetzt mal drauf. Der hat so kleine Noppen, dass das Grillgut nicht runterrutschen kann. So, jetzt wo ich das aufgelegt habe, ändert der dann die Farbe. Und hier an dem Display, man hat im Übrigen auch Aufkleber dabei, wo man das ändern kann, in einer anderen Sprache, wird dann angezeigt, welche Farbe dann welchen Garzustand entspricht. Das heißt jetzt hier im Moment, es dauert natürlich, bis der erste Garzustand kommt, dann hat man ziemlich roh, dann halb durch und dann ganz durch. Und hier für Auftauen gibt es auch noch eine Farbe, aber wer es braucht, ne? Ich habe es jetzt draufgelegt und dann werde ich dann gleich beim Schneiden sehen, wie lange es braucht. Hier unten ist so dieser Auffangbehälter fürs Fett, wenn Fett rausläuft. Klappt auch hervorragend. Und wie gesagt, auf den Grillplatten selber sind ganz kleine Noppen, nicht sehr viele, aber gut verteilt, dass das Grillgut durch die Schräge nicht runterrutscht. Da braucht man also keine Angst haben. Die Beschichtung ist so gut, ich habe also auch schon Burger gemacht, dass man da wirklich ein halbes Pfund Gehacktes draufschmeißen kann, sich einen Mega-Burger braten und der geht dann zuckerleicht, also absolut einfach runter. Backt nicht fest, gar nichts. Absolute Spitze. Also ich habe mit dem Grill jetzt schon 3 Tage lang gegrillt und bin also wirklich sehr zufrieden mit. Beide Platten, die obere und die untere, können sehr einfach mit kleinen Clipverschlüssen entfernt werden, wenn man die reinigen möchte. Also man muss da nicht an dem Gerät rumputzen. Man kann natürlich, wenn der kalt ist, ist selbstverständlich, kann man die beiden Platten entfernen und kann die dann normal im Spülwasser spülen, wenn man das möchte. Aber in der Regel, die Beschichtung ist so gut, dass man wirklich, wenn man gegrillt hat, selbst wenn man jetzt sich ein Käsesandwich gemacht hat und der Käse läuft raus, dann reicht eigentlich ein feuchter Lappen, um das abzuwischen. Das löst sich alles wie von selbst. Das ist also wirklich bei dem Gerät überhaupt gar kein Problem. Aber sollte es wieder erwartend doch mal dazu kommen, dass größere Verschmutzungen sind, kann man die obere und die untere Platte entfernen mit einfachen Druckschaltern und kann die dann halt entsprechend auch spülmaschinenmäßig halt in der Spüle reinigen. Jetzt wollen wir mal nachsehen, ob das auch so ist. Ja, sieht sehr gut aus. Jetzt ist eins geplatzt. Wunderbar. Perfekt. So. Wenn es durchgehend leuchtet, kann man dann das Grillgut drauflegen. So, der zeigt jetzt an. Ja, so will ich den diesmal haben. Alles klar. So, das war meine Bewertung für den neuen Tefal-Grill. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum ich mir diese Mühe gemacht habe. Ich bin seit 2004 Kunde bei Amazon und habe schon immer alles bewertet, was ich selber. Und ich mache wirklich nur Bewertungen von Sachen, die mir wirklich sehr gefallen hat. Und vor allen Dingen versuche ich immer das hineinzubringen,
was mich selber auch interessiert, bevor ich das Produkt kaufe. Zum Beispiel war es bei diesem Grill so, dass ich den eingeschaltet habe, habe dann das Menü gedrückt, was ich machen möchte, habe das Grillgut draufgelegt und habe dann gesagt, scheiße, geht nicht, ich schicke den zurück. Ich habe nicht gewusst, weil ich halt einfach zu faul war, die Anleitung zu lesen. Meine Frau hat das getan, der habe ich zu verdanken, dass wir den Grill jetzt haben und dass alles funktioniert, dass man erst warten muss, dass man das Programm aussuchen muss, drückt auf die OK-Taste und dann muss man erst warten, bis er Grilltemperatur hat und dann darf man erst das Grillgut auf die Fläche legen und den Deckel zumachen. Also vorher muss man den Deckel zulassen und einfach warten, bis er piepst und sagt, okay, ich kann jetzt anfangen zu grillen und dann funktioniert das alles mit den Programmen auch. Hätte ich vorher eine Bewertung gesehen mit einem Video, wo mir das erklärt wird, das hätte mir vieles erleichtert. Denn es ist ja nicht nur oft das Problem, dass man die Anleitung nicht liest, sondern bei mir ist es das Problem, ich bin jetzt 50, dass die Texte, die so ganz klein geschrieben sind, trotz Brille teilweise für mich so schwer zum Lesen sind, dass ich da echte Probleme mit habe. Und das ist jetzt nicht speziell bei dem Tefal-Grill so, sondern bei allen Anleitungen. Und das ist dann der Grund, warum ich mich mit Anleitungen so schwer tue, weil meistens ist das Manual so klein und der Text für mich so klein, dass ich echte Probleme habe. Und wenn ich dann nicht meine Leselupe finde und das auf die Schnelle machen kann, dann kann es natürlich zu solchen Missverständnissen kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Video dazu, erkläre das Ganze und stelle das dann online, dass Leute vielleicht, die das gleiche Problem wie ich haben, dass die nicht so gut Anleitungen lesen können aufgrund von der Sehschwäche, sich das Video einfach angucken und dann wissen, aha, da muss ich drauf achten und dann vorgewarnt sind. Okay. Ich bedanke mich, dass Sie zugesehen haben, würde mich auf einen Hilf mir freuen.